So, meine Damen und Herren, sehr interessantes Thema, ein wahnsinnig faszinierendes Film und wir werden gleich ein Helle darüber sprechen, hören. Leider hatten wir ein Problem während des Streams mit dem Film und damit die Leute, die mit uns im Stream sind, auch verstehen, worum es geht, werden wir nur kurz den Trailer dieses Films einmal zeigen. Dann geht es weiter mit dem mit der Diskussion. Die Auswirkungen des Klimawandels auf die Landwirtschaft, zum Beispiel Dürreperioden, haben bewirkt, dass die Existenzmittel der Serrer zurückgingen und der Lebensunterhalt auf drastische Weise sank. Die Böden werden salzig, werden weniger produktiv, die Ernte wird reduziert und die Armut breitet sich aus. Der einfache Fischer schafft es mit seinem Kahn nicht mehr, Fische für seine Ernährung, geschweige denn zum Verkauf, also für sein Einkommen zu fangen. Unsere Handelspolitik ist verantwortlich für dieses ganze Chaos. Was wir brauchen, ist eine gerechte Wirtschaftsbeziehung. Unsere Einnahmen beruhen auf einer sehr beschränkten Zahl von Produkten. Es gibt Rohstoffe und es gibt den Fischfang. Aber die Preise der Rohstoffe werden in der Regel außerhalb von Senegal festgelegt. Die Preise benachteiligen die lokalen Produzenten. Ich denke, dass die Migranten mit ihrer finanziellen Kapazität und ihren neuen Ideen die wirtschaftliche Entwicklung in Schwung bringen können. Die Überweisungen der Migranten aus dem Ausland betragen in Senegal fast das 2,5-fache der öffentlichen Entwicklungshilfe. Das heißt, im Gegensatz zur allgemeinen Vorstellung sind die Überweisungen der Migranten aus dem Norden wichtiger als die staatliche Entwicklungshilfe. Alaji ist in Spanien seit 10 Jahren und 10 Jahren illegal. Konnte seine Frau auch nicht sehen. Er ist nicht reicher geworden. Dann kommt der jüngere Bruder Soleil. Er freut sich, weil er nicht mehr so einsam ist. Aber der Bruder hat auch ganz schnell gesehen, dass das ist lustlos und leer und perspektivlos. Hier, in diesem Haus, wie in jedem anderen, wollen die Kinder nichts wie weg. Sie sagen sich, es gibt keine Hoffnung. Sie haben einen Slogan lanciert. Barça u Barça. Das soll heißen, Barcelona oder der Tod. Das sagt alles. Ja, vielen Dank, Herr Heller, nochmal für den Film. Sehr berührend und sehr informativ. Es ist ja ein Film, der sehr persönlich ist, in dem man das Schicksal der beiden
Brüder verfolgt, als Ausschnitt zumindest in Barça Obassa, aber ja auch an die Strukturen geht und an das, was grundlegend falsch läuft mit der Klimakrise und mit den Handelspraktiken. Lassen Sie uns einmal kurz auf der persönlichen Ebene bleiben. Wie ist es denn heute, 2020? Wie geht's den Brüdern? Wo sind sie? Was machen sie? Also, die Geschichte war erstmal die, dass der Jüngere, der ja nicht auf die Warnungen des Bruders gehört hatte, dass der nach Spanien es geschafft hat und war froh darüber, das hat er ja gesehen. Aber er wurde zunehmend praktisch frustriert, weil er wirklich gesehen hatte, dass die Warnungen zu Recht waren und er kam nicht weiter. Ich habe die letzten Meldungen, sind jetzt fast ein halbes Jahr lang, er sagt ja nicht gern was, weil es nicht gut läuft. Beim anderen, beim Älteren, der schon 10 Jahre illegal da war und wo ich von einem Mal zum anderen Mal gesehen hatte, dass es ihm schlechter geht, das konnte man richtig, also optisch sehen, ja, also wenn man sich über mehrere Jahre immer wieder begegnet und hat sich angefreundet, also man sieht das im Gesicht, man sieht das an der ganzen Haltung, dem ging es immer schlechter, es war immer hoffnungsloser und es kam dann also plötzlich so ein Lichtblick, nämlich so im vorletzten Jahr diese Aufzeichnungen, auf einmal begegnet er mir ganz strahlend und auch ganz anders angezogen und so. Und dann sage ich, was ist denn los? Ist alles gut? Ja, ich habe Gott gefunden. Das heißt, er hat sich auf die Religion besonnen. Er wurde auch dazu ein bisschen missioniert, aber es ist nichts Radikales oder so jetzt. Also davon spreche ich jetzt nicht. Es ist keine Islamisierung in dem Sinne, aber er hat einfach in seiner Verzweiflung Haltung gesucht. Und das Verrückte ist, die Haltung hat ihm Selbstbewusstsein gegeben. Und schließlich kam die Meldung, total happy, er rief an. Er hat Arbeit gefunden. Und zwar so eine ein Projekt, wo er auch praktisch eine Lehre gleich macht, als Elektriker, er ist ja eigentlich Fischer, als Elektriker auf Baustellen. Und es war dann verrückt, weil ich hatte über Jahre den Jüngeren auf der Insel immer wieder gesagt, mach das nicht, du hast hier ein bisschen, neben der Fischerei hat er nämlich so Carrelage, also Fliesenlegen gelernt. Damit kannst du in Dakar mehr Geld verdienen als in Spanien, also in der Hauptstadt in Senegal. Aber da wollte er nicht drauf hören. Damit konnte er in Spanien nichts anfangen, aber immerhin der ältere Bruder hat eine Chance gekriegt und beschloss gleich nach 4 Wochen oder so, er will jetzt nach Hause, zur Insel. Und sage ich, ja gut, dann kommen wir und drehen das mit. Habe ich gesagt, einfach so privat. 3 Tage später rief er wieder an, ich wusste schon, dass das nichts werden kann, weil er verliert seinen Job. Wenn er den Job verliert, ist die Residencia, also die Aufenthaltsgenehmigung, die er offiziell damit bekam, die ist dann verloren. Und tatsächlich, er rief dann ein paar Tage später an, ja, das geht jetzt nicht, er muss mindestens ein halbes Jahr lang da bleiben und muss arbeiten, bevor er also zurück kann. Und dann kam langsam heraus, dass es noch etwas anderes Trauriges gibt. Es gibt zwar, lief alles gut für ihn in Spanien und er war anders drauf, aber dass ein Hindernis da war zwischen ihm und seiner Frau. Wir hatten vereinbart, ich kenne die Frau, und wir hatten vereinbart, dass wir mit ihr nicht filmen, bevor er sie wieder sieht. Das muss man einfach halten, wenn jemand solche persönlichen Geschichten. Und naja, jetzt stellte sich heraus, dass er gemeldet hatte, er kommt zurück. Dass sie natürlich längst eine andere Beziehung hat. Das war natürlich hart für ihn und deswegen haben wir das natürlich total außen vor gelassen alles. Aber mittlerweile ist es so, er fand dann eine Spanierin, also hat eine feste Beziehung, sie leben zusammen, sie hat auch eine Wohnung und es geht ganz gut und er wird jetzt bald nach Senegal reisen. Allerdings hat er einfach immer noch Angst, die eigene Familie will er sehen, seine Mutter, seinen Vater natürlich. Aber mit der Frau, das ist nichts mehr, aber er hat jetzt eine neue Beziehung voller Hoffnung und wird damit auch Spanier und ist anerkannt. Der andere ist nach wie vor illegal und wie lange das gehen wird, weiß man nicht. Wie lange die diese Duldung auch aufrechterhalten in Spanien, das weiß man auch nicht. Ja, ich wollte noch etwas sagen zu dem, was hier im Film erwähnt ist, was nicht so ganz genau erläutert ist. Da ist zum Beispiel die Rede davon, dass die Frontex, also die Europäische Union, bezahlt die Küstenwache Marokkos für die Überwachung. Das ist richtig. Was man nur wissen muss, ist, als ich den Sulay, den Jungen in Marokko wieder sah, praktisch bevor er nach Spanien das schaffte, war das so, dass er mittlerweile 10-mal schon in Spanien war. Also praktisch
rüber nach Tarifa, also Gibraltar, nach Spanien, das schaffte. Das ist ohne Problem, die brauchen auch keine Schlepper, die sind selber Fischer, das heißt, sie wissen, mit einem Gummiboot umzugehen, es tun sich ein paar Jungs zusammen, kaufen ein altes Gummiboot, sie kommen rüber, sie werden von der spanischen Küstenwache längst beobachtet, die haben die auf dem Schirm, die kassieren die ein, ganz freundlich, die geben ihnen Essen und Trinken, sie dürfen Ping-Pong spielen, werden also zu eingesperrt eigentlich, ja. Aber am Morgen werden sie dann schön brav nach dem Frühstück mit der spanischen Küstenwache rübergefahren nach Marokko. Das sind ja nur 15 Kilometer oder was. Werden den Marokkanern übergeben. Die Marokkaner, die nehmen sie, nehmen ihnen die Handys weg und das Bargeld, was sie vielleicht haben noch, müssen sie ja haben, sonst können sie ja nicht weiter improvisieren. Plus, sie schmeißen sie teilweise ins Wasser und fotografieren sie. Weil für jedes Bild, was sie so aufnehmen, kriegen die dann ein Kopfgeld als Retter. Ja, es ist alles fake. Also das sind so die Verhältnisse. Und er sagte zu mir, der Sulay damals, wo ich gesagt habe, sag mal, spinnst du jetzt, bist du schon 10-mal so zurück und so, wie oft willst du es versuchen? Ja, ich habe mir vorgenommen 50 Mal und das halte ich durch. 50 Mal. Mhm. Gut, es musste nicht so weit kommen. Es war dann so, dass er beim 13. Mal war das, glaube ich, haben sie probiert, mit einem Kollegen, Freund von ihm, rüber zu schwimmen nach Ceuta, in die Enklave, die da gezeigt wird. Und das ist wahnsinnig schwierig, weil da ist natürlich Stacheldraht und alles im Wasser und die Küstenboote von den Marokkanern und von den Spaniern sind da, die schießen mit Gummigeschossen. Der andere ist ertrunken, er ist rübergekommen. Und so kam es überhaupt, dass er nach Spanien kam. Er kam also nicht rüber nach Gibraltar, also nach Spanien zuerst, also Tarifa, sondern er kam auf die Enklave da und von der Enklave durfte er nach einer gewissen Zeit im Rahmen der Duldung auch rüber zu seinem Bruder. Aber es ist interessant, im Film wird gesagt, wer es nach Europa geschafft hat, genießt Ansehen. Auf der anderen Seite sehen wir ja auch die Arbeitsbedingungen, Lebensbedingungen von den Menschen, wenn sie nach Europa kommen. In Spanien haben wir die Bilder gesehen, Tomaten für 20 Euro am Tag müssen geerntet werden, in erbärmlichen Unterkünften wird gelebt. Diese Informationen dringen ja auch durch, das erzählen Sie ja durchaus auch, wenn Sie mit den Herkunftsländern, mit Ihren Freunden, Ihren Familien da telefonieren. Wie passt das zusammen? Naja, das ist ja gerade das Problem. Also einer, der es dann nicht schafft, Geld zusammen, also die schicken, es ist ja unglaublich, also die halten so zusammen, dass sie mit dem ganz wenigen Geld, ich habe das erlebt, wo das von 34, 32 Euro am Tag runterging bis auf 26 im Laufe der Jahre. Es wurde immer weniger Geld, was sie kriegten. Und das Ganze natürlich bis in die Nacht arbeiten, morgens um 4 Uhr aufstehen, sie schlafen zusammen in einem Raum. Es ist nicht so, dass es Slums wären, das kann man nicht sagen. Es sind meistens sowas wie Sozialbauwohnungen, wo einfach mehrere, wo einer gemietet hat, der Residenz ja hat, und die anderen wohnen da mit. Und sie versorgen sich gegenseitig mit Essen und kochen miteinander und auf die Weise können sie ein Ersparnis nach Hause schicken. Aber sie können erst nach Hause fahren, wenn sie wirklich Kohle irgendwie haben, weil sie müssen natürlich als der König ankommen und nicht als der Bettler. Und ich habe auch schon solche, nicht da in Senegal, aber in Mali erlebt, wo die zum völligen Underdog wurden, weil sie zurückgebracht wurden aus Frankreich und sie waren arm und da war aus. Weil das Dorf hatte vorher gesammelt, damit sie auf die praktisch losziehen können nach Europa. Wie verändert denn das die Gemeinschaften vor Ort, wenn so viele Menschen die Orte verlassen? Ja, das ist auch ein Problem, weil auf Njodor, also das ist ja praktisch, der Hintergrund ist die Fallstudie über Njodor, wir haben den Glücksfall, dass man einen der prominentesten afrikanischen Wissenschaftler und Philosophen, Wirtschaftswissenschaftler, Literaten, der stammt sogar aus der gleichen Familie wie die beiden Brüder, ist ein Cousin von den beiden da, die man da sieht. Und bei der Familie ist es so, dass das noch ziemlich ausgeglichen läuft, weil der Vater dieser beiden, war selber in Frankreich als Gastarbeiter, legal, hat bei Citroën in Roissy, also bei Paris, jahrelang gearbeitet am Fließband und hat eine französische Pension. Das heißt, es ist ein ganz, ganz bescheidener Wohlstand schon da,
Aber in anderen Fällen kommt in die Armut plötzlich ein Angeber aus Europa, richtig, das habe ich erlebt, ja, der es auch mit den Drogen hat und der dann also da ein Haus baut und dafür die anderen wie Sklaven benutzt. Das heißt, das ganze Gefüge der Insel, das Ansehen der Alten, das zählt überhaupt nicht mehr. Das ist, was der Felvin Sarta auch meint in dem Statement. Das Ansehen stürzt ein, die Geld haben, die Rückkehrer praktisch, ja, die sind dann diejenigen, die praktisch die Macht bekommen und die Entscheidungsgewalt, obwohl sie eigentlich vom kulturellen Gefüge dazu überhaupt nicht bestimmt und ausgebildet sind. Ich möchte gleich nochmal nachfragen, aber nochmal an Sie als Zuschauer, wenn Sie Fragen haben, wenn Ihnen was unter den Nägeln brennt, melden Sie sich einfach und dann kommt jemand mit einem Mikrofon, dann können Sie natürlich auch die Fragen an Herrn Heller stellen. Sie haben das gerade erwähnt mit den Rücküberweisungen, was ja sehr interessant war in dem Film, dass die Rücküberweisungen höher sind als die Gelder, die gezahlt werden im Zusammenhang mit der Entwicklungszusammenarbeit, und zwar deutlich höher, und dass sie durchaus auch in langfristige Dinge fließen, wie Schulbildung, wie das Gesundheitssystem. Warum, glauben Sie, wird trotzdem so sehr an dem Entwicklungszusammenarbeitskonzept festgehalten? Bei uns? Ja. Naja gut, also es gibt es den einen Aspekt, bei Großprojekten ist es klar, da ist es eine wirtschaftliche Frage, weil wir hatten mal vorher, also nicht jetzt, der einen Entwicklungsminister, der war stolz darauf, dass praktisch für einen Euro, der investiert wird in Entwicklungshilfe, 1,80 zurückkommen, in manchen Projekten sogar 4 Euro, also das ist ein Geschäft, die Entwicklungshilfe. Diese kleinere Hilfe, die hier passiert, in Infrastruktur, zum Beispiel in Schulen und so weiter, das sind ja meistens Projekte, die werden eigentlich durch NGOs, durch die Kirche und so weiter finanziert. Das ist also einfach gut Menschentum und Solidarität. Mhm. Ja, also das Ganze hat sehr, sehr durchaus unterschiedliche Aspekte. Es gibt so etwas wie einen kolonialen Aspekt, die Abhängigmachung auch mit den Rohstoffen und Verkaufsmärkte erschließen. Das ist das Große, das ist das Gros vom Ganzen. Und dann gibt es das Kleinere, wo es einfach darum geht, dass man in Zusammenarbeit mit den Leuten dort versucht, denen Chancen zur Besserung zu geben, ohne dass die auswandern müssen. Ich meine, wenn der Sulay gehört hätte, auch was ich mit ihm auch diskutiert hatte, ich habe ja gesehen, was er verdient auf einer Baustelle in Dakar. Das war besser und mit viel weniger Risiko und ja, Bedrohung und auch Depression verbunden als das, was er in Spanien dann erlebt. Aber das wollte er nicht glauben. Interessant. Es gibt jetzt gerade eine aktuelle Studie von Oxfam, die auch nochmal zeigt, dass die reicheren Länder viel stärker für die CO2-Emissionen verantwortlich sind als die später industrialisierten. Da ist es, die reichsten 10% der Welt seien von 1990 bis 2015 für mehr als die Hälfte des CO2-Ausstoßes verantwortlich gewesen. Was ja sehr interessant ist, weil die Folgen natürlich gerade jetzt auch in afrikanischen Ländern, wir haben es da gesehen, auch sehr gravierend sind und fast noch mehr spürbar teilweise als hier in Deutschland, auch wenn wir hier natürlich auch die Folgen merken. Jetzt haben wir in dem Film auch gesehen, dass es Proteste auch gibt für mehr Klimaschutz. Wie groß ist die Bewegung im Senegal? Gibt es da sowas wie Fridays for Future? Ist das da auch so, dass viele junge Leute auf die Straße gehen? Jetzt ist es so, es gibt, Afrika ist ein riesiger Kontinent und die Unterschiede innerhalb des afrikanischen Kontinents sind viel größer als die, das kann man überhaupt nicht vergleichen. Ich habe ja gerade nach Senegal gefragt. Genau. Mhm. Und deswegen erzähle ich das, weil Senegal eben schon eine gewisse Ausnahme bildet. Mhm. Ich habe immer gesagt, also die Demokratie, die ihr hier habt, die habe ich zu Hause in Bayern nicht so. Ja? Also es ist, Senegal hat schon eine sehr bestimmte andere Rolle. Es ist zum Beispiel auch, es gibt in dem kleinen Dörfchen auf der Insel, in Niodor, ja, da habe ich teilgenommen an Bürgerversammlungen und so. Wir haben das gefilmt und ich habe es nachher nicht verwendet, weil ich gesagt habe, das hat überhaupt keinen Sinn. Es wird mir kein Mensch glauben, dass das möglich ist, dass auf so einem Bewusstseinsniveau diskutiert wird. Also belesen, informiert durch Radio und so weiter und auch Fernsehen. Da habe ich gesagt, das hat keinen Sinn. Da wird jeder sagen, das haben wir inszeniert. Ja. Also Senegal ist eine Ausnahme, Senegal war schon immer eine Ausnahme, weil das auch natürlich der Stützpunkt war für die Franzosen, für die Verwaltung
von ganz Westafrika in der Kolonialzeit. Also es, die wurden schon etwas protegiert, auch in der Bildung und so weiter. Und deswegen herrschen in Senegal im Unterschied zu den ganzen Nachbarländern ganz besondere Bedingungen, die man nur begrüßen kann und positiv ist. Es ist kein Zufall, dass all die Leute in dem Film, die habe ich ja nicht nur ausgewählt, weil sie Senegalesen sind, sondern weil sie natürlich auch anders argumentieren als jemand in Mali. Aber dann erzählen Sie doch mal, wie gehen denn die Menschen im Ort Niodor, in diesem kleinen Ort an der Küste, damit um, dass sie diese Folgen der Klimakrise so zu spüren bekommen? Wie versuchen Sie ganz konkret, den Klimaschutz da voranzutreiben? Nee, ja, okay, okay, danke. Nochmal, ja. Jetzt habe ich es verloren. Ja, kein Problem. Wir haben ja gerade über Klimaschutzbewegung gesprochen und vielleicht können Sie es ja anhand des Ortes in Niodor einmal beschreiben, wie die Menschen, außer dass sozusagen die jüngeren Männer versuchen, das Land zu verlassen, auch mit den Folgen der Klimakrise umgehen. Wie wird versucht, da sozusagen gegenzusteuern mit Klimaschutz? Also ich habe es erst mal in den Jahren 2007 bis 2009 so erlebt, dass eigentlich nur gejammert und geschimpft wurde, dass man vorab, ja, also aufs Wetter kann man nicht so groß schimpfen. Man hat sich eigentlich ja, sehr beschwert über die Abfischung durch große Trawler, hauptsächlich aus Russland, Korea und Japan, die da praktisch das Meer leer fischen. Und was das mit dem Wetterumgang, das ist halt für die irgendwie Schicksal. Also da wusste man sich gar nicht zu wehren, aber als es dann darum ging, dass man Maßnahmen ergreifen könnte, dann war natürlich, hat man nach traditionellen Rezepten gegen die Versalzung gesucht. Also man hat versucht, mit Hilfe von holländischer NGO zum Beispiel, also es gibt da schon eine Zusammenarbeit auch mit Europäern, Brunnen zu retten, ja, dass das Grundwasser nicht versalzt und so, weil das Meer schreitet fort und das kann man wirklich anschaulich sehen dort in der Gegend. Und das sind so kleine Ansätze, aber es gibt nichts Großes. Eigentlich gehen viele davon aus, dass die Insel in 30, 40 Jahren gar nicht mehr existieren wird. Und was versucht die Regierung da als Lösung dann anzubieten? Für die Regierung ist dieses da nicht relevant. Das ist zu klein. Es ist, hat eine gewisse Prominenz durch Leute wie Felwin Saar oder so, aber ihm ist es auch immer unangenehm, darauf zu verweisen, weil er weiß, dass sich das Gros der Senegalesen dann auf ihn stürzt und sagt, du mit deiner blöden kleinen Insel, wir haben ganz andere Probleme an der Küste, weil die Küste natürlich sehr groß ist und sehr wichtig für die Lebenserhaltung des Landes. Tief im Land machen die Leute normalerweise Hirse, Soße, mit Trockenfisch, also mit Fischen, die an der Küste gefangen werden. Wenn dieses mal einbricht, dann wird es da auch wieder Nahrungsprobleme geben und so. Das heißt, konkret macht die Regierung da wenig, weil es dann auch noch, das ist noch mal komplizierter, da wird gerade ein Kanal gebaggert für Gambia, was nämlich näher ist an der Insel, ist dieses kleine Land Gambia, das Anglophonia ist, das innerhalb Senegals liegt, wie so ein Schlauch am Fluss entlang. Und da wird also ein, da ist ein Hafen geplant und da wird da praktisch diese Rinne gebaut für den Kanal, dieser Kanal für den Hafen. Und deswegen ist sowieso die Zukunft unklar. Die sagen, die werden von Gambia vielleicht leben, die Jungs dort. Sie werden nicht mehr nach Europa auswandern, sondern vielleicht in Gambia Arbeit finden, was heute Frauen schon tun. Sie haben jetzt in Niodor gedreht, aber das ist ja auch exemplarisch für viele Orte in afrikanischen Ländern, wo es um die Folgen des Klimawandels geht, um Auswanderung. Sie haben noch ein kleines Video mitgebracht, das geht ganz, ist ganz kurz, 2 Minuten, glaube ich, aus dem kenianischen Turkana-Land von einem Jungen, der als Hirte arbeitet mit 9 Jahren und der über seine Zukunftspläne spricht. Und da wollen wir mal kurz reinhören.
Vielleicht sollte ich das kurz mal erklären, weil das nicht zu lesen war am Anfang. Also der Junge sagt zu uns plötzlich, das ist aus einem Interview, der sagt zu meiner Überraschung, ich möchte Kameramann werden wie du. Und dann begründet er das darin, weil er ein anderes Leben sucht. Und dann spricht er über das Klima und die Natur und ob er da bleibt oder nicht. Und er will zu uns. Ich meine, die Erderwärmung, das ist sozusagen etwas, was ja immer größere Probleme mit sich gibt. Es gibt viele verschiedene Schätzungen. Die Weltbank glaubt, dass bis 2050 140 Millionen Klimaflüchtlinge es weltweit geben wird. Wir haben jetzt sozusagen einen kleinen Eindruck bekommen, wie es vor Ort ist, auch für die jüngere Generation, auch die Verzweiflung. Welche Konflikte ergeben sich denn um Ressourcen im Zusammenhang mit der Klimakrise potenziell? Das habe ich jetzt nicht verstanden ganz. Ja, ach so, welche Konflikte sich ergeben werden aus dieser Klimakrise, wenn man sieht, dass 140 Millionen Menschen alleine gezwungen sein werden, ihre Länder zu verlassen. Ja, gut. Nehmen wir mal diese Ecke, aus der der Junge kommt. Das ist am zweitgrößten See Afrikas, der Turkana-See. Im Norden des Turkana-Sees gibt es bereits richtig starke Konflikte. Das wird teilweise mit Waffen schon ausgetragen. Es ist noch kein richtiger Krieg, aber der kann noch kommen. Dieser See ist überlebenswichtig für verschiedene Völker. Er ist riesig groß und da leben nicht nur Turkaner, sondern auch noch andere Kulturgruppen. Und die leben alle vom Fischfang und von den Erträgen dieses Sees. Und jetzt wurde ein großer Staudamm gebaut in Äthiopien. Es ist nicht der, von dem Sie vielleicht gelesen haben, der ist noch ein größerer. Da gibt es Probleme mit Ägypten und Sudan am Blauen Nil, sondern das ist am Omo River, Omo heißt der Fluss, so wie das eine Waschmittel. Und dieser Fluss ist praktisch seit Millionen von Jahren, Turkana See ist einer der ältesten Seen überhaupt auf dem Kontinent, und ist seit Millionen Jahren versorgt dieser Fluss praktisch diesen See, also der Zufluss von Frischwasser. Und der nimmt ständig ab und dadurch gehen die Fische, die strömen von einer Ecke zur anderen, dann fehlen sie anderen Leuten. Und jetzt gibt es bereits Auseinandersetzungen zwischen äthiopischen Fischern und den Fischern am Turkana-See, die mit Kalaschnikows ausgetragen werden. Also da hat man so die ersten Erscheinungen, aber schon heftig. Also es geht jetzt schon seit 5 oder 6 Jahren so. Wird immer stärker, weil das Wasserproblem immer größer wird und weil sich der See verändert. Also das ist schon der erste Ansatz zu dem Klimakriegen, die es in Zukunft sicherlich geben wird und wo es auch vor allem ums Wasser gehen wird. Afrika ist ein riesiger Kontinent. Sie haben auch nur einige Teile bereist, aber von den Sachen, die Sie erlebt haben, gesehen haben, beobachtet haben, verfolgen, welche Auswirkungen hat die Klimakrise sonst noch? Sie haben jetzt erzählt von Dürre gesprochen, von Hochwasser, Versalzung. Wir haben monatelang zusammengelebt mit den Tuaregs in der Sahara.
Das sind somit die härtesten Bedingungen des Überlebens mit den Nomaden, also nicht Halbnomaden, sondern noch richtige Nomaden gibt es ja teilweise noch. Da wird sich die Situation verändern. Da ist es so, dass im Süden des Sahel wahrscheinlich eine Begrünung stattfinden wird. Sahara war ja mal vor 4.000, 5.000 Jahren noch, waren noch die letzten Reste da von Grün und von Savanne und Tieren und Landschaften. Man findet ja jede Menge Spuren noch von Skeletten und so weiter. Und das wird sich in der Hinsicht verändern. Gleichzeitig gibt es ja jetzt große Überschwemmungskatastrophen in Niger, also nicht Nigeria, sondern Niger, und in Sudan. Das kriegen Sie ja täglich in den Nachrichten jetzt mit. Und das ist also, es gibt zu viel Wasser an der einen Stelle, was genauso schlimm ist wie zu wenig Wasser. Das zu viele Wasser kommt einerseits von der Klimaveränderung, also das bekannte Problem. Zweitens aber auch davon, dass Betonbau, der hauptsächlich betrieben wird beim Wachsen der Städte durch Landflucht und Verstädterung, dass da sehr viel Sand gebraucht wird und die, dass man den Flüssen, dem Niger, das ist ein Fluss, der 5 Länder ernährt praktisch, dass man dem den Sand wegnimmt und dadurch die Ufer unstabil werden und da gibt es in den Städten Überschwemmungen und so fort, zusätzlich zu den veränderten Regenzeiten. Da haben Sie auch ein ganz eindrückliches Video mitgebracht von einem Freund von Ihnen aus dem Niger. Vielleicht können Sie es einmal kurz erklären, ich mache es, lass mal laufen, weil das ja gerade gekommen ist und Sie können mal erzählen, was man da sieht. So, das ist jetzt ein Privatvideo, was ich geschickt bekommen habe vorletzte Woche. Mein Freund schickt mir, was ihm zu Hause gerade passiert. So. Ja, gut, weiter. Das müsste jetzt angehen. C'est pas possible. Da sieht man, wie hoch das Wasser schon steht. On va sauver d'abord la voiture de Dr. Unit, le fils de Dr. Ada, qui est mon voisin. Herr Heller, vielleicht können Sie es noch geschnitten, einfach weitermachen. Das sind praktisch Eindrücke aus der Nachbarschaft, wo der direkt diese Katastrophe erlebt. Wobei jetzt im Sudan ist es noch um einiges schlimmer. Ich habe dann auch noch Fotos von einer Freundin geschickt bekommen aus der Universität in Niamey, wo die ganze Bücherei weggeschwommen ist, wo die Pulte im Vortragssaal unter Wasser stehen und so weiter. Also das sind natürlich, das ist enorm der Schaden verglichen zu dem gleichen, wenn das bei uns wäre. Weil da ist die Kohle nicht da, um das zu verändern, wiederherzustellen. Machen wir einfach weiter. Das sind einfach so Eindrücke. Ja. Ich möchte noch was zu sagen, vielleicht zu dem Bild Afrikas, das wir selber mit den Medien produzieren. Ja. Ich habe selber, bin ich immer wieder bei Veranstaltungen den Fragen von Zuschauern begegnet, die immer, da hat man gemerkt, die gehen davon aus, Afrika ist so ein Kontinent, da gibt es nur Wüste, alles ist Dürre und trocken und elend. Und ich habe mir gedacht, das ist ja Quatsch, wie kommt denn das, bis ich drauf kam? Das liegt zum Teil auch an uns selber, an den Medienleuten. Weil wann plant, ich mache das seit Mitte der 70er Jahre, wann plant ein Team vom Westdeutschen Rundfunk oder Bayerischen Rundfunk oder was weiß ich was, wann plant ein Filmteam Dreharbeiten in Afrika? Immer in der Trockenzeit. Da sind nämlich die Wege passierbar, es sind weniger Mücken, ja, es sind wegen Durchfallerkrankungen, es ist alles einfacher, auch wenn es heiß ist. In der Regenzeit ist es sehr viel feucht heißer, was meistens schwieriger ist. Aber die Bilder sind andere. Sie müssen sich das so vorstellen, das ist die Planung dieses Filmteams aus Deutschland nach Afrika. Die sieht ungefähr so aus, wie wenn ein Filmteam aus Senegal von mir aus, die fahren nach Bayern zu uns. Und dann drehen sie im Februar. Dann Bauern, die sind nicht auf den Feldern, die sind ja faul, die hocken zu Hause. Auf den Bäumen sind nicht mal Blätter. Ja? Das ist ja eine Katastrophe, was machen die hier überhaupt? Ja? Und das, genau das andere, diese Bilder unbewusst vollführen wir das, wenn wir uns danach einrichten. Wir haben bei den Dreharbeiten zu dem Life Saraba Illegal, zu dem langen Film, dessen Beifilm dieser Barsa Ubasa ist,
da haben wir das von den Dreharbeiten über die Jahre auf dieser Insel, haben wir das einmal, habe ich ganz anders geplant und habe gesagt, so, und jetzt fahren wir in der Regenzeit, da kriegen wir andere Bilder. Die Farben sind satt, die Insel ist grün, es ist wunderschön, die Leute schauen anders aus, weil es auch Schatten gibt und so etwas durch die Wolken. Haben wir gemacht, stimmt, alle haben gesagt, boah, so ein schönes Afrika haben wir noch nie gesehen, vor allem aus der Region, da aus dem Sahel. Ich wurde auch bestraft. Ja. Ein Drittel der Zeit ist das Team ausgefallen, irgendjemand hatte Dünnschiss und ständig war irgendwas. Ja. Und so, also, aber die Bilder, die wir mitgebracht haben, waren ganz andere und haben auch ganz andere Assoziationen über Kraft und Hoffnung geschaffen. Ja. So verändern wir mit unseren Medien irgendwie auch die Wirklichkeit, verdrehen die. Mhm. Fake News sagt man dazu heute. Das ist ein wichtiger Punkt, den Sie gemacht haben. Jetzt habe ich eine Frage. Haben Sie noch eine Frage an Herrn Heller? Sonst würde ich jetzt Ihnen noch die letzte Frage stellen. Herr Heller, was ist für Sie Klimagerechtigkeit? Klimagerechtigkeit wäre für mich, wenn die Leute immer dahin fahren können, wo sie wollen und sich das Klima aussuchen. Das ist aber immer unwahrscheinlicher bei dem, was sich zwischen Europa und Afrika, also unserem nächsten Nachbarn und nächsten Nachbarkontinent, da wird ja systematisch eine Mauer aufgebaut. In dem Land hier, wo das herkam, dieses Video, Niger, hat unsere Bundeskanzlerin einen freundschaftlichen Besuch vor 1,5 Jahren sowas gemacht. Und dabei wurde halt auch beschlossen, dass man da die Firma Rheinmetall liefert Sicherungsanlagen. Es wurden Drohnen angeschafft. Die Amerikaner haben das dort schon, die Franzosen auch, um die Migrationswege kontrollieren, weil über Niger läuft das meiste von den Fluchtwegen, die Richtung Europa gehen, nach Libyen dann und so weiter. Und das heißt also, die Grenze wird immer weiter nach Süden verschoben und die Klimagerechtigkeit kann bestenfalls dadurch hergestellt werden, dass wir selber bei uns was verändern. Und was haben Sie verändert, seit Sie sich so intensiv mit dem Thema beschäftigen? Ich habe weniger Hoffnung gekriegt, weil die Zeit, in der ich anfing, die war noch so geprägt, so ein bisschen vom 68er-Bewusstsein und von der Sicherheit, wir nähern uns dem Fortschritt. Wenn ich mal aber so anschaue, was da so gelaufen ist, dann ist es leider nicht so voller Hoffnung. Aber haben Sie was persönlich in Ihrem Leben verändert, weil Sie gemerkt haben, welche Auswirkungen das hat, der Klimawandel? Naja, wir betreiben selber, weil ich mich immer nur an dem Negativen und dem Unken und Warnen beteiligt sein will, haben wir selber so eine kleine Stiftung gegründet mit einem Kollegen, der früher mal Filme gemacht hat und unterstützen Kleinstprojekte, die wirklich von der Basis ausgehen und wo die Leute selber was verändern, wo ihnen die Grundfinanzierung geben, damit zum Beispiel eine Solaranlage für eine Schule gemacht wird oder dass Frauen bei den Tuareg zu Hebammen ausgebildet werden, weil die Tuareg nach wie vor die niedrigste Lebenserwartung haben aufgrund von Sterbeziffern bei der Geburt von Müttern und Kindern und so weiter, solche Projekte. Also jeder kann was machen. Vielen Dank, dass Sie heute da waren mit Ihrem Film Bassa Ubassa, der über die Fluchtursachen, die Gründe im Klimawandel zu finden sind, berichtet haben. Dankeschön für dieses Gespräch. Danke. Vielen Dank. Danke. Und vielen Dank, dass Sie heute alle da waren und dass Sie zugeschaltet haben per Livestream. Es liegen auf den Stühlen, wurde mir gesagt, oder beim Eingang Evaluationsbögen. So, Sie können das evaluieren, diese Veranstaltung. Wir würden Sie bitten, die auszufüllen. Ich denke, die bekommen Sie am Eingang, weil auf den Stühlen sehe ich sie jetzt gerade nicht. Oder wenn Sie per Livestream zugeschaltet haben, können Sie die auch im Netz finden. Da gibt es einen Link, der ist der Evaluationsbogen. Und da können Sie nochmal Ihr Feedback abgeben. Engagement Global würde sich sehr freuen. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.